Ich bin Dr. Nugat und dies ist mein neues Video. Tada! Und heute habe ich wieder beim Einkaufen gefunden. Ich halte ja immer die Augen offen nach irgendetwas, was neu ist oder was ich noch nicht kenne. Heute Trix White Limited Edition. Ja. Warum Limited Edition? Gibt es bestimmt jetzt wieder nur im Spätsommer. Für einige Wochen, vielleicht ein paar Monate, mindestens haltbar bis 2014 März. Da habe ich ja noch Zeit, das hier zu essen. So, was haben wir hier denn Schönes? Knusperkeks 26% mit zartem Karamell 32%, umhüllt von weißer Schokolade 35%. Ja, also da haben wir einfach mal wie dieser Twix in White. Schauen wir uns das Ganze mal von innen an. Ja, und auch bei Twix White Edition gibt es einen linken und einen rechten Twix. Ich weiß nicht, wer die Werbung kennt. Ich finde sie so, naja, ist ganz lustig gemacht, aber auf die Dauer dann doch recht nervig. So sieht's aus. Twix White Edition. Tja. Also ein ganz normaler Twix, nur in weiß. Und ja, ich werde jetzt einfach mal in den linken Twix reinbeißen. So sieht er von innen aus. Na, wo ist der Fokus? Da. Ja, übergossen mit Karamell, ummantelt mit Schokolade. Der linke Twix. Ja, wir wissen ja, dass der rechte der gleiche ist. Und ja, wie schmeckt es? Prinzipiell muss ich sagen, bin ich kein Fan von weißer Schokolade. Und aus diesem Grund würde ich auch sagen, dass mir der normale Twix besser schmeckt. Ist jetzt nicht so lecker, wie ich gedacht habe, dass sie da vielleicht noch irgendeine Sonderzutat reinhauen, vielleicht einen Schuss Zitrone oder so. Nee, ist einfach nur weiße Schokolade. Und naja. Ja gut, das war's. Twix mit weißer Schokolade. Viel mehr ist das nicht in der White Edition. Und naja, wer will, kann probieren. Wer nicht, der muss nicht unbedingt. Das war's von mir, Dr. Nugat. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Die Bayern suchen die Lücke. Ribery. Und Müller. 1-0. Thomas Müller. Und Ribery kommt an den Ball. Und passt auf. Mario Götze! Götze mit dem 2:0 jetzt für die Bayern in der... Ja, geht erstmal alleine. Und jetzt ein Spitzenpass auf Franck Ribéry. Was macht der Franzose? Er spielt auf Götze. Wieder Scorer von Ribéry und das 3:0 durch Mario Götze. Oh, sensationelles Tor von Toni Kroos. 4:0 gegen Nürnberg. Hier nochmal zu sehen, über die Mauer rüber, Torwartchance.